Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Minecraft in den UFOMAN Studios Berlin. Heute aktiviert, die rote Studiolampe leuchtet. Eintritt verboten, weil UFOMAN eine Aufnahme macht. Wir haben heute die Folge 302. Es ist Freitag, der 3.1.2014. Hört sich ja sehr Science-Fiction-mäßig an. 2014 hört sich echt krass an. So, wir machen weiter mit der Sortiererei. Ich habe gestern immer eine Folge gehabt, wo ich Outer City mal so komplett außen vor gelassen habe. Ich fand das Ergebnis eigentlich ganz gut. Ich habe noch mit... Warte mal, wie sieht es denn jetzt aus? Wir sind ja noch nicht ganz fertig mit dem Sortieren hier. Holz kommt hier rein. Davon behalten wir ein paar. Oder wobei, ein ganzes Stack können wir auch mitnehmen. Das nehmen wir auch mit. Das kann weg. 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 So. Papier kommt jetzt bei Zeugs rein. So. Die Erde kommt bei Erde. Ach so, warte mal. Die Bücher kommen auch bei Zeugs rein. Die Erde kommt hier rein. Und, warte mal. Hier oben kommen Pflanzen rein. So. So, das kommt hier noch bei Werkzeug rein. Hier gucken wir mal, die nehmen wir mal mit, vielleicht, dass wir ein bisschen Wolle finden unter Umständen. Wir werden mal noch einen Eimer vorsichtshalber mitnehmen. Jetzt haben wir jetzt hier eine die Spitzhacke und eine normale Spitzhacke, okay. Gut, da werden wir mal diese schicke Spitzhacke hier, diese hier, die lassen wir mal hier. Können wir später mal verzaubern, wenn wir es denn möchten. Den Kompass brauchen wir jetzt im Moment nicht. Urbett. Fackeln. Wir könnten uns neue Fackeln herstellen. Das werden wir gleich mal machen. Ups. Oh, da haben wir ja noch Lohenruten. Die kommen definitiv vielleicht hier in unseren Zaubertrank-Dingsbums rein. Hier. So. Jetzt bauen wir uns noch ein paar Fackeln. So, ich mache das jetzt heute gerade wieder genauso. So, guck mal einer an. Ich mache das gerade genauso. Ich habe jetzt kein Outer City laufen. Es läuft jetzt einfach nur Wraps und Wraps. Nimmt mein Mikro mit auf. Ich habe jetzt noch ein bisschen nachreguliert die Musik und den Sound von Minecraft, wenn ich das dann irgendwie hinbekommen habe, dass das einigermaßen ausbalanciert ist. Da spare ich mir halt diese ganze Zeit. Da erspare ich mir die ganze Zeit mit der Abmixerei. Und die ganze Zeit mit Outer City Bearbeitung und dann das Exportieren bei Outer City und so weiter. Jo, und dann habe ich hier mit Renderprogrammen noch ein bisschen rumgespielt. Also es gibt wohl eine Möglichkeit, dass ich eine Renderzeit habe. Anstatt 40 Minuten komme ich auf 20 Minuten. Aber jetzt ein bisschen für mich eine umständliche Umgewöhnung. Und da ich ja auch viel schneide und Effekte mache und so weiter, ist das dann doch auf lange Sicht besser für mich. Wenn ich dann doch diese 40 Minuten brauche und dafür halt hier rumspielen kann mit meinem Video-Dingster-Bumster. Weil ein teureres Renderprogramm so für 200 Euro oder so kommt bei mir nicht in die Tüte. Das werde ich auf keinen Fall kaufen. Und die Zeit, wo ich so schwarze Software benutzt habe, ist auch schon vorbei. Mache ich auch nicht mehr. Kein Bock drauf. Warum auch immer. Nicht, dass ich jetzt Angst habe, aber naja, ist halt auch öffentlich bei YouTube und so. Muss ja nicht sein. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Mal kurz schlafen und dabei überlegen. Gewächshausschienen. Achso, ich brauche eigentlich Redstone. Um mein... Ach ja, ich brauche Redstone um mein... wie komme ich jetzt an Redstone? Wahrscheinlich eigentlich müsste ich jetzt hier runter, wa? Wenn ich Redstone haben will. Guck mal, oh, hier ist ja ein richtiger Ausgang. Jetzt haben wir hier noch mal nichts. Um Redstone zu finden, müsste ich ja jetzt eigentlich hier runter.
Guck mal, Pilze. Da geht's auch noch mal runter. Was haben wir da? Gut, hier wäre ich bestimmt jetzt keinen Redstone finden. Oder geht's hier ganz locker runter? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Falls ihr im Hintergrund was miauzen hört, das ist meine Katze, die bettelt nach Futter. Aber da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, der Futter zu geben, weil ich muss hier erstmal das Let's Play, diese Folge noch, oder ich möchte diese Folge hier zu Ende machen. Da müsste ich jetzt runter. Da wäre es vielleicht doch besser, wenn ich dann den normalen Abstieg nehme. Jo, es kann sein, dass natürlich die Sprachqualität jetzt irgendwie ein bisschen schlechter ist als mit Outer City. Aber mein Mikro ist soweit eigentlich ganz gut. Ich habe den gar nicht berührt und trotzdem explodiert das. Gibt's nicht, ey. Gut, dann will ich jetzt erstmal wieder raus. Ich hoffe, dass es hier lang geht. Nein, nein, nein. Da oben war noch Kohle. Lassen wir mal drin. Und ich spare mir dadurch irgendwie fast nochmal 10 Minuten an Bearbeitung und so. Wahrscheinlich werde ich in Zukunft jetzt tatsächlich den Ton gleich mit Raps aufnehmen. Ist natürlich ein bisschen kompliziert, wenn man dann so mit verschiedenen Stimmen reinschneiden machen möchte und so. Das muss ich mir dann noch überlegen. Achso, ja, na gut, dann kann ich ja diese spezielle Folge dann mit Outer City aufnehmen, aber so ein normales Let's Play, wo jetzt keine Special Effects sind und keine verzerrten Stimmen und sowas alles, da mache ich das dann einfach so. Ich krieg das schon hin. Oh, ho, 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 ho. Ein Rivale mit einer fashion Badehose an stirbt auch erst nach 4 Pfeilen, sehr ungewöhnlich. Wir haben schon wieder 18 Erfahrungspunkte, so lasse ich mir das gefallen. Ach so, es ist dunkel. Oder was? Wir haben doch gerade geschlafen. Kann doch gar nicht sein. Wo sind wir hier überhaupt gelandet? Nicht da, wo wir hin wollten. Nicht da, wo wir hin wollten. So, da muss ich dann in dieser Aufnahme nochmal anhören, ob ich mir anhören, ob ich da ein bisschen noch was reguliere. Ob ich die Musik noch ein bisschen leiser mache oder hier die Geräusche noch ein bisschen lauter mache. Mal hören. Ob die Stimme dazu passt. So, hier will ich raus. Lass mich jetzt hier raus. Ich will nämlich Redstone holen oder was. Also die Lager, ich habe jetzt mein Lager fertig sortiert. Hier könnte ich noch mehr... na? Vielleicht sollte ich auch noch... Hier war ich eben, glaube ich, wa? Hier geht's auch noch mal irre runter. Au! Au! Oh. Ganz schön mutig, ey. Guck mal, da oben ist noch einer. Den werden wir mal erlegen. Was denn jetzt? Ist er abgehauen? Gucken wir mal, ob wir hier uns eine Treppe nach oben bauen. Guck mal, da könnten wir doch eigentlich mal reingehen. Wa? Ah, ey. Kann ich aber jetzt auch ein bisschen... Habt ihr das Huhn gehört? Das hat noch so ein Bild. Noch einer, Alter. Jetzt wird's aber ein bisschen heftig hier. Jetzt wird's ein bisschen heftig hier. Jetzt wird's ein bisschen heftig hier. Wenn mich jetzt hier einer runterschmeißt, sieht schlecht aus. Okay. Erstmal hier ein bisschen warten. Oh, ich muss was essen. Ein bisschen warten, bis ich mich erholt habe. Und in der Zeit könnte ich mir mal hier noch eine... Von wo bin ich denn gekommen? Von hier? Von da oben, okay. Warte mal. Gucken wir mal, dass wir... Ups. Dass wir uns hier einen Aufstieg bauen. So. Bisschen mit Fackeln markieren. Ich meine, das Teil finde ich doch wahrscheinlich nie wieder. So, ups. So, hier hoch. Dann hier rüber. So, dann hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. So, und jetzt noch ein bisschen freischaufeln.
Und dass wir uns hier einen Aufstieg basteln, wisst ihr, ist ja immer besser. So, eine Markierung, dass es hier auch runter geht. Und da das Eisen werden wir mal mitnehmen. Geht es eigentlich noch sehr tief runter? Ja, nicht wahr, oder? Wollen wir da mal runter gehen? Habe ich jetzt eigentlich Leitern dabei? Also ich gehe da erstmal nicht runter. Die Kohle lassen wir da auch. Sondern ich gehe jetzt hier rüber. Ich gehe jetzt hier rüber. Okay. Noch eine Markierung machen. Dass wir wissen, dass wir da lang müssen. Nein! Ach, schon wieder. Ah, Mist. Boah, brutal sind die. Habt ihr eben gemerkt, in was für ein... Oh, guck mal hier. In was für ein Wahnsinnstempo der zugeschlagen hat. So, hier ist jetzt nichts Gefährliches. Hier ist jetzt echt die Gefahr, dass man runtergeschubst wird von einem Zombie. Muss man natürlich aufpassen. Die Kohle nehme ich hier mal mit. Und dann will ich mal da runtergehen, in der Hoffnung, dass wir da ein bisschen Redstone für die... für die Bahnstrecke finden. Eine Bahnstrecke nach Ufotopia. So, und hier machen wir uns mal rechts Fackeln. Dabei Eisen. Das wird ein etwas längerer Gang hier scheinbar. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir essen was. So, damit wir uns schön regenerieren. Und weiter geht's. Okay, hier ist er zu Ende. Und auf dem Rückweg nehmen wir jetzt alles mit, was wir hier gefunden haben. So, schöne Musik im Hintergrund. Die neue Playlist von Ufoman LP. So, sehr schön. Hier lassen wir noch eine Fackel stehen. Um die Spawnrate ein bisschen zu senken hier. So, die Kohle nehmen wir natürlich auch noch mit. Unser Inventar ist ja relativ leer, weil wir ja aufgeräumt haben, unser Lager in der letzten Folge, in der vorletzten Folge, in der vorvorletzten Folge, in der vorvorvorletzten Folge, in der Okay, so. Hier werden wir gleich mal eine Fackel installieren. Wir kriegen natürlich auch, fällt mir ja gerade ein, von der Kohle richtig gute Erfahrungspunkte. So, guck mal da oben, das Eisen, das müssen wir noch mitnehmen, ist klar. Mann, ey, jetzt spiele ich ja schon langsam fast so schnell wie der Shadow Skull. Außer wenn ich Leute zu Besuch habe oder zu Besuch bin, dann bin ich so verplant, dass ich gar nichts mehr kann. So, und jetzt interessiert mich das da unten mal. Da will ich jetzt runter. Und da werden wir jetzt mal hier Fackeln setzen. So, aua. So, dann gucken wir mal hier. Da geht es irgendwie da hinten weiter, okay. Oh, warte mal. Wir werden mal probieren, das Lava da zu verschließen. Na, ich glaube, die Axt brauche ich jetzt momentan nicht. Mal gucken, ob wir da einen Block reinklopfen können. Ja, okay. Rechts eine Fackel rein. Warten wir noch, bis die Lava weg ist. Da, 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 da. So, die Lava ist weg. Juhu. Und dann gucken wir mal hier rein. Oh, hier ist gar nichts. Hier geht es gar nicht weiter. Nichts mit Redstone. Dann haben wir das Ding ja gleich untersucht. Können wir gleich wieder raus. Aber wir haben ja scheinbar gute Erfahrungspunkte, XPs gemacht hier. In der Zeit. So. Könnte sein, dass die Musik ein bisschen zu laut ist. Wartet mal kurz. Ich werde mal die Musik gucken, ob ich ihn ein bisschen leiser noch kriege. Wartet mal. So. So. Mal gucken dann nachher, wenn ich das gerendert habe, wie das dann so klingt.
So ist jetzt, glaube ich, ganz angenehm. Natürlich auch kommt drauf an, ob man mitsingen will und was man da nicht alles beachten muss. So. Ja, es ist ja nun kein Muss, ja. Man muss ja nicht Audacity benutzen. Man kann es benutzen. Aber dazu müssen wir erstmal sehen, ob das wirklich erträglich ist mit der Sprachqualität hier. Aber ich meine, wozu habe ich mir denn so ein teures Mikro gekauft? So. Wobei aber selbst diese super guten Sprechermikros werden ja trotzdem auch noch durch Audacity gejagt. Einfach wegen diesem Grundrauschen, aber dadurch, dass ich ja auch im Hintergrund immer noch Musik und Geräusche habe, kann es auch sein, dass man dieses Rauschen dann kaum hört. Hier geht's hoch. Oh, es ist dunkel draußen. Naja, können wir uns ja auf was gefasst machen, wa? Können wir uns ja auf was gefasst machen. Ah, er passt auf, gut. Da sind schon Skelette, kommen. Lass uns mal ein bisschen Knochenmehl und sowas alles besorgen hier. Erfahrungspunkte sammeln. Blöder Creeper. Macht nur alles kaputt. Okay, jetzt lass uns mal die letzten Minuten jetzt hier voll den Monsterkampf starten. Knochen einsammeln. Ja. Ist also Monsterressourcen sind doch eigentlich, können wir da auch mal so langsam wieder gebrauchen. Gerade hier Knochen und Knochenmehl. Haben wir dann teilweise, wenn wir so, ups, wenn wir so lange nicht kämpfen, haben wir nicht so viel davon. Wir dürfen uns jetzt auch nicht zu weit wegbewegen. Außerdem machen wir dabei natürlich schön Erfahrungspunkte. Ich hoffe mal, dass meine Dorfbewohner jetzt so clever waren und sich hier ins Haus zurückgezogen haben. Wer hätte das gedacht, dass wir mal irgendwann so radikal hier auf Monsterjagd gehen können? Da hatte ich mir letztens doch noch aus Obsidian so einen Schutzbunker gebaut. Ja, das werde ich nie rauskriegen. Wie ich das hinbekomme hier mit den Creepern. Ich habe auch mal irgendwie meine Rückwärts... Wo ist denn meine Rückwärtstaste überhaupt? Hä? Ich habe jetzt gar keinen Rückwärts hier. Warte mal, mal kurz gucken, ob ich hier irgendwie schaffe, eine Rückwärtstaste einzustellen. Steuerung, rückwärts gehen, non. Die neuen vielleicht. Fertig, fertig. Zurück zum Spiel. Naja gut, kann ich mir gerade so merken. Ja, ein bisschen Zombiefleisch, okay. Komm, wir gehen mal ein bisschen weiter weg, damit die hier nicht so nah am Dorf sind. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Oh, ein Enderman ist sehr gut. Enderman könnten wir, weil wir wollen ja noch mal am nächsten Schutzpunkt wieder eine Endertruhe bauen. Ups, nein, 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 der will mich da reinschubsen. Ey, die sind intelligenter geworden. Der wollte mich definitiv da unten in das Graben, ups, reinschmeißen. Müssen wir aufpassen, hier ist ja echt die Schlucht vor dem Herrn. Wo ist er denn? Wo ist denn der Enderman? Hier. Was ganz gut ist, ist immer, wenn er dann irgendwo hängen bleibt oder irgendwo eingezwängt ist. Es gab ja auch mal Zeiten, wo ich höllische Angst habe, wobei die sind natürlich auch sehr, sehr gruselig, die Dinger. Was mich jetzt interessiert, ist der Enderman. Aber man kann natürlich auch sehr schön Erfahrungspunkte sammeln, ja. Wenn man sich da mal herablässt, hier die Monster anzugreifen. Guck mal, jetzt haben wir da eine Spinne. Ah, hier ist dieser doofe. Da ist er wieder. Guck mal, und jetzt haben wir Glück gehabt und eine Enderperle eingesammelt. Oh nein, schade. Ich muss mal kurz husten. Hm.
Cool, dann werden wir jetzt mal schlafen. Jetzt haben wir ja ganz schön viel Zeug eingesammelt. Mal gucken, ob es geht. Ja. So. Und bei der ganzen Aktion haben wir jetzt hier diesen... Warte mal, wo war denn das? Warte mal, hier genau. Haben wir jetzt hier solche unglaublichen Höhlen wiedergefunden. Hier. Und ich weiß nicht, ob ich hier... Doch, hier war ich schon. Ah, hier war ich schon. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die dann... Ups, ob ich die dann doch echt bis zum Schluss auch erkundet hatte. Ich finde das immer witzig, sobald man in der Nähe ist, verbrennen die überhaupt nicht. Guck mal, ich kann hier laufen, wie ich will, die verbrennen nicht. Na doch, jetzt ist er da verbrannt. Hat aber auch seine Zeit gedauert. So... Da war ich ja schon mal unten. Ich meine, es hielt sich ja in Grenzen mit Redstone. Lass uns erstmal unsere Beute ins Lager bringen. Gut, dann sollten wir in der nächsten Folge einfach mal unser Gewächshaus bauen und da ein paar Pflanzen platzieren, dass das schick aussieht. Da geht dann doch alleine zu, die Tür. Ja, das ist sehr schön. So, die Katze wird jetzt immer lauter. Das nervt fiesch. So, unsere Zeugskiste. Wir haben jetzt sehr viel Zeugs. Lebensmittel, Lebensmittel, Knochen. Feder kommt auch bei Zeug. Feuerstein bei Zeug. Haben wir noch mehr Zeug hier? Hier ist noch Zeug. Schnur. Gut. Dann haben wir Pflanzen erbeutet. Und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen was brennen hier. Schon wieder Eisen geerntet. So. Und hier, ist hier noch was drin? Glas, okay. Können wir noch die zwei Hühnchen vorbereiten. Hier haben wir noch Eisen und hier. Okay. Dann gehen wir mal zur Essenskiste, hauen da unser Zombiefleisch rein und die Eier. Dann haben wir hier die Glaskiste, da hauen wir das fertige Glas rein. Dann haben wir hier die Erdkiste, da kommt die Erde rein. Hier oben haben wir die Kohlekiste, da kommt die Kohle rein. Das Eisen werde ich jetzt einfach mal mit mir rumtragen. Wir haben ja genug. Kann man sich halt jederzeit da irgendwas Schönes draus basteln. So. Oder? Nee, nicht so. Warte mal. Wir werden mal nur die Hälfte mitnehmen. Wir brauchen sehr viel für unsere Eisenbahnschienen, glaube ich. So, wollen wir jetzt anfangen mit dem Gewächshaus oder wie? Guck mal hier, den könnte man doch eigentlich noch wegnehmen. Sieht doch viel natürlicher aus so. Warte, wo ist er denn? Hier, guck mal. Nee, das finde ich ehrlich gesagt so besser. So sieht es besser aus. So, das war's auch schon, meine lieben Freunde. An dieser Stelle sage ich... Auf wie Höhe. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob jetzt der Qualitätsverlust hier so unglaublich schlecht ist, ob man das jetzt so doll merkt, dass ich kein Outer City mehr nehme. Auf wie Höhe.